Hallo, ich wollte heute ein kurzes Thema machen über den Fall des Römischen Imperiums. Dieses Thema behandle ich mit einer Quelle, und zwar mit einem Buch, das Buch The Fall of Rome and the End of Civilization von Ryan Ward Perkins. Dabei geht es jetzt heute nicht darum, eine Buchzusammenfassung zu machen, sondern vor allen Dingen darum, das Thema zu erklären, der Fall des Römischen Imperiums, also die Gründe dazu, wieso das Imperium zusammengebrochen ist. Bestes ist zu sagen, dass das Römische Imperium einen sehr langen Zeitraum existiert hat, über sehr viele Jahrhunderte hinweg, und deswegen ist generell zur Struktur, zur Verfassung des Römischen Imperiums eigentlich sehr viel zu sagen gibt. Halt angefangen ganz grob mit der Römischen Republik bis Kaiser Augustus. Unter Kaiser Augustus ist das Ganze quasi zu einer Diktatur geworden, bis zu dem Fall des Römischen Imperiums. Ob der Fall des Römischen Imperiums jetzt wiederum was zu tun hat mit dem Ende der Republik, sei dahingestellt. In diesem Zusammenhang auf jeden Fall wird es hier nicht behandelt, sondern vor allen Dingen wird behandelt das Römische Imperium in der Endzeit, also im 2., 3., 4. Jahrhundert nach Christus, in dem eigentlich der Zusammenbruch, der Niedergang des Imperiums stattgefunden hat. Das Interessante an dem Thema der Fall des Römischen Imperiums ist vor allen Dingen der Punkt, dass durch alle Zeit hinweg in dieses Thema von den Leuten das hereininterpretiert wurde, was sie gerne in dem Fall sehen wollen. Zu dem Thema sind in dem Buch eine Liste von 210 Themen bzw. Gründen aufgeführt, womit man in der ganzen Forschungsgeschichte den Fall des Römischen Imperiums begründet hat. Zum Beispiel darunter Aberglauben, Absolutismus, Ackersklaverei, Besitzunterschiede, Bevölkerungsdruck, Bleivergiftung, Blutvergiftung, Blutzersetzung, Bodenschätze, Bodensperre, Charakterlosigkeit, Christentum, Despotismus, Dezentralisation, Disziplinlosigkeit des Heeres, Duckmäuserei, Expansion, Faulheit, Feinschmeckerei, Feudalismus, Fiskalismus, Frauenemanzipation, Freiheit im Übermaß, Verlagerung der Handelswege, Hauptstadtwechsel, Hedonismus, Homosexualität, Imperialismus, Intellektualismus, Irrationalismus, Irreligiosität, Kapitalismus, Kastenwesen, Ketzerei, Kinderlosigkeit, Klimaverschlechterung, Kommunismus, Konservativismus, Pauperismus, Pazifismus, Plutokratie, Polytheismus, Proletarisierung, Prostitution, Psychosen, Quecksilberschäden, Angriffe der Reiternomaden, Sittenverfall, Sklaverei, Slavenangriffe, Schamlosigkeit, Schlemmerei, Staatsverdrossenheit, Niedergang der Städte, Stagnation, Umweltzerstörung, Unglücksketten, unnütze Esser, Verpöbelung, Verrat, Verstädterung, Verödung, Verbastardung, Verkrankung, Vermassung, Wohlstand, Zentralismus, Zölibat, Zwei-Fronten-Krieg. Das nur ein paar Gründe aus diesem Buch. Wir wollen erstmal an einem ganz anderen Punkt anfangen, und zwar, wie ist die römische Gesellschaft eigentlich aufgebaut, das römische Prinzip aufgebaut. Das römische Prinzip basiert ein und in allem auf dem Heer, beziehungsweise auf dem Heereswesen. Das heißt, alles ist auf das Heer ausgerichtet gewesen. Das heißt, sämtliche Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Städte, Aquädukte, Transportwesen, Botenwesen ist alles auf das Militär ausgerichtet gewesen. Und insofern hat sich auch ein ökonomisches System gebildet, was auf das Militär ausgerichtet ist. Zum Ersten sei dazu zu sagen, hat das Militär die größten Staatsausgaben, und wenn das Militär mehr Geld gebraucht hat, es gab noch keine Kredite, wurde es anderswo im Budget gestrichen. Es gibt also ein stehendes Heer. Und wenn dieses stehendes Heer nichts zu tun hat, dann baut es eine Infrastruktur, das heißt, es baut Straßen, Brücke, Städte, Aquädukte und so weiter.
Wir wollen erstmal an einem ganz anderen Punkt anfangen, und zwar, wie ist die römische Gesellschaft eigentlich aufgebaut oder das römische Prinzip aufgebaut? Das römische Prinzip basiert ein und in allem auf dem Heer, beziehungsweise auf dem Heereswesen. Das heißt, alles ist auf das Heer ausgerichtet gewesen. Das heißt, sämtliche Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Städte, Aquädukte, Transportwesen, Botenwesen ist alles auf das Militär ausgerichtet gewesen. Und insofern hat sich auch ein ökonomisches System gebildet, was auf das Militär ausgerichtet ist. Zum Ersten sei dazu zu sagen, hat das Militär die größten Staatsausgaben, und wenn das Militär mehr Geld gebraucht hat, es gab noch keine Kredite, wurde es anderswo im Budget gestrichen. Es gibt also ein stehendes Heer, und wenn dieses stehendes Heer nichts zu tun hat, dann baut es eine Infrastruktur, das heißt, es baut Straßen, Brücke, Städte, Aquädukte und so weiter. Zweitens, das Militär finanziert sich also aus Steuern. Die Steuern wurden von den Bürgern der einzelnen Provinzen gezahlt, nicht aber von römischen Bürgern, weil römische Bürger der Stadt Rom waren von der Steuer ausgeschlossen. Die Steuern wurden in Form von Geld oder auch von Abgaben, zum Beispiel Kornabgaben, erhoben. Steuern wurden also auch besonders in den Provinzen erhoben. Die Steuern flossen aber erstmal nach oben, wurden dort verteilt auf die verschiedenen Armeen und sind dann wieder als wirkliche bare Geldbeträge durch Boten an die Armeen in den Provinzen, in den Grenzregionen gesandt worden, wo sie wieder von den Armeen ausgegeben wurden an die Lokalbevölkerung, im Sinne von, dass die Armee auch sich unterhalten musste mit Nahrungsmitteln, mit Werkzeug, mit Waffen, mit Rohstoffen und so weiter, und dafür Geld gebraucht wurde, was dann wieder weiterging an die lokale Bevölkerung. Dazu zu Punkt 3 als nächstes. Die lokale Bevölkerung, sind die Steuerzahler gewesen. Und damit die Steuerzahler in den Provinzen sich wohlfühlen, muss das Gebiet militärisch abgesichert sein, dass die Bevölkerung, dass die Wirtschaft sich dort wohlfühlt und florieren kann. Die Bevölkerung vor Ort und besonders die Wirtschaftsbetriebe, die die ganzen Steuern zahlen, brauchen also Rechtssicherheit. Und diese Rechtssicherheit wiederum leistet das römische Militär. Und somit ist das Ganze ein Kreislaufsystem aus Militär, Steuern, die bezahlt werden, und Bürgern, die die Steuern bezahlen, und Wirtschaftsbetriebe, die auf den Bürgern basieren, und das Militär, das wiederum die Wirtschaftsbetriebe schützt und ihnen Rechtssicherheit gibt. Steuern, die bezahlt werden, und Bürgern, die die Steuern bezahlen, und Wirtschaftsbetriebe, die auf den Bürgern basieren, und das Militär, das wiederum die Wirtschaftsbetriebe schützt und ihnen Rechtssicherheit gibt. Wo ist jetzt der Ansatzpunkt für ein Versagen dieses Systems? Der Befund des Autors über die wirtschaftliche Lage des römischen Imperiums wird vor allem durch archäologische Funde gestützt und daran festgemacht, besonders Münzfunde, Inschriften, aber auch besonders Keramik. Denn die Keramik ist ein Indikator für die Komplexität des römischen Handelswesens, der römischen Ökonomie. Zum Beispiel die Keramik, die im römischen Imperium hergestellt wurde, das war eine Massenware. Sie wurde in großen Quantitäten hergestellt. Das Besondere ist, dass die Qualität recht gleichbleibend hoch war von dieser Massenware. Diese Massenware war sehr billig zu haben, und es gab von dieser Massenware eine sehr weite Bandbreite an verschiedenen Produkten, an verschiedenen Typen. Und zu guter Letzt, was ein Indikator ist, diese ganzen Produkte, diese Massenware hatten eine sehr weite Verbreitung über die Transportwege gefunden, übers ganze römische Imperium hinweg. Das hat man also zu Zeiten des römischen Imperiums. Man kann jetzt nachweisen durch Funde,
dass es eben diese Keramik in diesem Stil mit dieser Quantität, Qualität und dieser Verbreitung nach dem Fall des Römischen Imperiums nicht gegeben hat. Das heißt, es hat wirklich tatsächlich einen zivilisatorischen Rückschritt gegeben. Das ist somit faktisch belegt. Man kann also nicht sagen, dass es jetzt in dem Sinne gar keinen Fall des Römischen Reiches gegeben hat oder dass es das dunkle Mittelalter als Rückschritt gar nicht gegeben hat, sondern dass es alles irgendwie ein flüssiger Übergang war. Dem war nicht so. Die Frage ist nun, wie konnte das passieren? Der allererste Grund, warum das Römische Reich zerbrochen ist, ist, dass es germanische Stämme gab, die von Osten her in das Römische Reich eingedrungen sind. Aber solche Überfälle, solches Eindringen von germanischen Stämmen gab es auch schon in den Jahren zuvor. Die Frage ist, was ist der Unterschied gewesen? Tatsache ist erst einmal gewesen, dass dieses Eindringen von den germanischen Stämmen kein friedliches Eindringen war oder von der römischen Bevölkerung willkommenes war, sondern das war durchaus invasiv und gefährlich durch Überfälle, durch Ermordung, durch Vergewaltigung. Also das war nicht nur ein friedliches Unternehmen von fremden Völkern, die sich halt friedlich angesiedelt haben. Die Frage ist, was hat jetzt in dem Zusammenhang genau den Untergang des Römischen Reiches verursacht? Dazu 5 Punkte. Erstens, der Unterschied im Gegensatz zu früheren Einfällen, Germaneneinfällen, ist, dass früher die Germanenstämme eingefallen sind, um zu plündern, das Römische Reich zu plündern, Raubzüge zu machen, Beute zu holen und wieder abzuziehen. Nun ist der Unterschied, der große Unterschied, dass die Germanenstämme kommen, um zu bleiben, weil in deren Rücken stehen die Hunnen von Osten, die von Osten vordringen und schieben die Germanenvölker vor sich her. Die Germanenvölker suchen also eine neue Bleibe, dringen in das Römische Imperium ein, um zu bleiben. Zweitens, die germanischen Völker waren im Prinzip hochbewaffnete Völker. Das heißt, ein ganzes Volk, das unter Waffen steht, wo jeder junge Mann lernt, mit dem Schwert umzugehen, mit dem Schwert zu kämpfen, dringt auf einmal in das Reich ein. Und nun wird auch ein bisschen klarer, warum dies Ganze nicht sehr friedlich vonstatten ging, weil man stellt sich vor, dass der Nachbar in der Nachbarwohnung eine hochbewaffnete Familie wohnt, da wäre einem auch nicht ganz so wohl. Das heißt, das ist kein Spielchen gewesen, das im Römischen Imperium ganz reibungslos abgelaufen wäre. Dritter Punkt. Bei dem Konflikt zwischen Germanenstämmen und römischer Berufsarmee ist es eben der Unterschied zwischen einem bewaffneten Volk und einer Berufsarmee. Das heißt, die Berufsarmee ist relativ spezialisiert, hat eine geringe Quantität, also eine geringe Größe, ist aber dafür eigentlich schlagkräftiger. Allerdings, wenn diese nun konfrontiert wird mit einem Volk, das unter Waffen steht, hat selbst diese römische Berufsarmee keine Chance. Das heißt, die römische Berufsarmee war im Gegensatz zu den germanischen Völkern immer unterlegen und musste den germanischen Völkern insofern Raum geben. Damit ist klar, dass hier das römische Heer unterlegen hat und insofern nicht mehr die militärische Sicherheit der Provinzen gewährleistet war. Vierter Punkt, was hat dann das römische Imperium gemacht? Um Ruhe und Frieden sicherzustellen, ist man dazu übergegangen, dass man den Germanenstämmen, es waren ja viele verschiedene Germanenstämme, also den einzelnen Germanenstämmen hier und dort Land zugewiesen hat, was sie haben können, wo sie die Herrschaft drin haben. Dabei ist wichtig anzumerken, dass zwar die römische Berufsarmee viel kleiner war als die germanischen Völker, die germanischen Völker aber zahlenmäßig auch wiederum nur einen sehr geringen Bruchteil sind von dem, was an Menschen in dem Römischen Reich in den Provinzen lebt. Das heißt, hier kam von außen eine hochbewaffnete Gruppe Leute, die in dem Römischen Reich Herrschaft übernehmen über bestimmte Bereiche, und mit der Herrschaft einher fällt auch das Recht, Steuern zu erheben.
Das heißt, die Gegenden, wo die germanischen Stämme geherrscht haben, hatten sie die Steuerhoheit. Die Steuern von dort sind nicht wieder nach Rom geflossen, sondern dort in dem Umkreis bei den germanischen Herrschern geblieben. Hinzu kommt, dass die germanischen Herrscher eigentlich keine Ahnung hatten von der römischen Kultur, von der römischen Zivilisation und wie man diese römische Zivilisation und Organisation aufrechterhält. Das wussten nur römische Beamten, die es zum Teil immer noch vor Ort in den Provinzen gab, aber aufgrund der Rechtslage auch nicht dort geblieben sind, sondern langsam wegziehen bzw. aussterben. Fünfter Punkt ist nun, das ganze römische Reich und Handelssystem ist ein sehr spezialisiertes System gewesen. Das heißt, es gab viele spezialisierte Betriebe. Es gab es eigentlich nicht wirklich, dass es Selbstversorgerbetriebe gegeben hat, beziehungsweise Landstriche, die in erster Linie mit Selbstversorgung betrieben wurden, waren auch die, die am längsten loyal zu Rom standen und Steuern bezahlt haben. Denn wenn in so einem komplexen System einmal ein Glied wegfällt und etwas kaputt geht, und hier wurde das System sehr nachhaltig zerstört, fällt das ganze System wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das heißt, ohne es zu wollen, haben die germanischen Stämme sehr nachhaltig dieses ganze ökonomische, organisatorische System des römischen Imperiums zerstört und damit eigentlich im Grunde auch die Grundlage ihres Wohlstandes zerstört, weil alles, was sie ja wollten, ist eigentlich Wohlstand und in Frieden leben. Sie wollten halt ein Stück vom Kuchen haben und haben dabei das römische Imperium zerstört, allerdings nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach nur, um ein neues Stück Land zu finden, wo sie friedlich von den Hunden getrennt leben können. So zerfiel also das römische Reich. Und damit auch die Errungenschaften, die es gegeben hat. Die Frage ist jetzt nur, das Oströmische Reich hat ja wesentlich länger existiert als das Weströmische Reich. Wieso konnte also das Oströmische Reich so lange weiterleben? Hatten die vielleicht nicht dieselben Probleme? Dort ist sehr entscheidend die geografische Lage. Istanbul bzw. Konstantinopel am Bosporus gelegen, bildet eine geografische Engstelle, einen geografischen Engpass, der sehr einfach für Ostrom zu verteidigen war. Hinter diesem Engpass in der heutigen Türkei lebten zwei Drittel der oströmischen Steuerzahler. Das heißt, im Westen lag der Bosporus, eine Engstelle, den man sehr gut bewachen konnte. Im Osten war Persien, mit denen es meistens Friedensverträge gab. Das heißt, von dort war kein Feind zu erwarten. Das heißt, zwei Drittel der Steuerzahler des Oströmischen Reiches waren permanent in Sicherheit. Somit hat man also sichergestellt, dass die Bevölkerung Steuern zahlen konnte und hat somit sein Staatsreich erhalten. Was lernt man nun aus der ganzen Geschichte? Ich denke vor allen Dingen das, dass das Wichtigste für den Erhalt oder die Bildung eines Staatengebildes, das ist, dass man ein funktionierendes Steuersystem etabliert.